Guten Morgen. Es ist jetzt 20 nach 8 und wir sind seit circa 8 Uhr wach. Ja, Milan, der ist ja im Kindergarten, den haben meine Eltern gebracht. Essila hatte eben schon ein Brot und jetzt hat sie in ihrer Schale da noch so ein paar trockene Cornflakes, die wollte sie unbedingt. Abi ist im Kindergarten. Abi heißt so, sagt man halt bei uns zu den Brüdern, die älter sind. Oh, mein Akku ist gleich leer. Dann läuft noch ein bisschen Sesamstraße nebenbei. Heute kommt eine Freundin zu Besuch mit ihrem kleinen Sohn. Der ist fast eins. Dann kannst du spielen, ne, mit Davut. Ja. Willst du mal Kikaninchen singen? Kika, Kikaninchen. Hallo. Hallo. Das ist kein Puppenwagen, Schatz. Das ist ein Hochstuhl. Ja. So, jetzt haben wir schon fast Mittag und Isila habe ich gerade hingelegt und ich esse jetzt die Nudeln mit Hackfleisch, die ich gestern gemacht habe. Oh, mein Nagellack sollte ich mal abmachen. Und dann muss ich da noch den Korb mit Wäsche zusammenlegen und gesaugt habe ich schon. Betten gemacht und so weiter. Ja. Jetzt gucke ich noch ein bisschen Videos. Ja. Dann kommt meine Freundin auch schon. Und habe mich jetzt nochmal auf die Couch gesetzt. Ich bin am Überlegen, ob ich irgendwie Börek oder so machen soll. Ich suche mir mal eben ein Rezept raus und dann gucke ich mal, was wir denn so Praktisches haben, was jetzt auch nicht zu lange dauert. Ich habe mir jetzt ein Rezept rausgesucht. Ich filme das mal eben so. Also ich habe jetzt hier schon mal eine Hefe. Da kommt jetzt ein Glas warme Milch rein. Und ein Glas warmes Wasser. Das wird dann erstmal ein bisschen verrührt. Dann kommen da 4 Esslöffel eigentlich Zucker rein, aber ich habe keinen losen Zucker mehr. Ich habe leider nur noch diese Würfel und deswegen mache ich jetzt einfach ein paar Würfel rein und löse die drin auf. So. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten, bis sie. Naja, doch. Geht doch schnell. Jo. Bis das dann halt eine Masse ergibt, also bis der Zucker dann so verschmolzen, geschmolzen ist oder keine Ahnung, wie man es nennen mag. So, dann kommt ein Glas, also wir nehmen immer dasselbe Glas, also dieselbe Menge. Kommt dann Öl rein. Ich habe jetzt ganz normal das Pflanzenöl genommen. Dann kommt ein Ei rein. Salz. Also hier steht jetzt 2 Esslöffel. Gucken, ich mache das so ein bisschen nach Gefühl. So. Ja, und dann nur noch Mehl. Hier steht jetzt 7 von den Gläsern, aber ich mache wieder nach Gefühl, bis es halt so einen weichen Teig ergibt. Teig, meine ich, ergibt. Jo, das kommt jetzt an einen warmen Ort. Am besten auf die Heizung, die nicht brennt. Scheiße. Nehmen wir die andere. Da. Jo.
So, es gibt jetzt eine kleine Planänderung. Und zwar hat meine Freundin mir kurzfristig abgesagt, weil ihr Sohn Fieber bekommen hat und sie kommt jetzt nicht mehr. Ja, jetzt habe ich den Teig aber schon gemacht. Aber ist egal, ich werde vielleicht zu meiner Mutter gehen und dass wir das dann da backen und alle zusammen essen können. Esila höre ich jetzt schon aus ihrem Kinderzimmer. Die ist aufgewacht. Hallo, bist du aufgewacht? Hallo. Hast du schon wieder hier die Schublade auseinandergenommen und die ganzen Bügel rausgemacht? Hä? So, ich bin jetzt schon bei meiner Mama und habe ja den Teig mitgenommen. Warte mal, ich stelle euch mal irgendwo hin. Hier vielleicht. So. Der ist ja super aufgegangen. Wow. Also der Teig ist super aufgegangen. Ich glaube, so vervierfacht hat er sich. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt schon hier Bleche zurechtgelegt, ein bisschen Öl, damit schmiere ich mir die Hände ein, damit der Teig nicht so an meinen Händen klebt. So. Lassen wir jetzt hier nochmal 20 Minuten gehen und in der Zeit kann ich mir schon mal ein Ei aufschlagen. Wir brauchen ein Ei für obendrauf. Hallo. Hallo. Rika. Draußen ist so schönes Frühlingswetter. Mein Vater ist jetzt mit Milan ein bisschen raus. Die wollen auf den Spielplatz mit dem Fahrrad. Also mein Vater mit dem Fahrrad und Milan mit dem Laufrad. Und das ist so herrlich draußen. Okay, die Scheiben sind dreckig. Das jetzt mal nicht beachten, falls man es sehen kann. Gib mir die Fernbedienung, Esila. Video nur bei einer Küsse. Ade. Bitte. Fertig. Oh, die sehen so lecker aus. Schön weich, aua, und heiß. Das Bild habe ich eben auf Insta gepostet. Aber jetzt poste ich mal eben, was ich Schönes gebacken habe. Nehmen wir mal das. Oh, das sieht so lecker aus. Weiter. Mit oder ohne Filter? Nee, ohne Filter. So. Hashtag. Ohne Filter. Fickter. Ups. Hashtag Kamera ist dabei. Hashtag nix. Hashtag, das war's. Posten. What? What? Wie geht's dir? Nein. Kikaninchen. Oh. N.
Kika, Kikaninchen. Hallo. Hallo. Guten Appetit!